Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte sagen, ich glaube, es geht nicht um die Auseinandersetzung eines ausgeglichenen Haushalts oder nicht. Lieber Johannes Kahrs, wir stellen das jedenfalls nicht in Frage, aber damit sind die Haushaltsberatungen nicht leichter geworden, weil es geht um die Frage, ob wir in der Lage sind, bei einer sehr, sehr großen neuen Herausforderung, die unserer Gesellschaft und ganz Europa gestellt ist, ob wir es schaffen, auch in diesem Haushalt entschlossen umzusteuern. Denn der Haushalt, der hier vor uns liegt, ist in ganz vielen Teilen Makulatur. Und das hat sich auch durch die ganze Woche durchgezogen. Und da möchte ich ganz klar einen Vorschlag machen. Das haben Sie ja eingefordert. Wir Grünen verlangen heute hier eine klare Aussage für einen Nachtragshaushalt 2015, und zwar so schnell wie möglich, Herr Bundesfinanzminister. Und das hat Gründe. Da geht es nicht um Rituale. Es geht darum, wir müssen einen möglichen Überschuss in der Tat aus dem Jahr 2015 sicher übertragen. Dem werden wir Grünen uns nicht verschließen. Aber vor allem geht es auch darum, noch besser eine Grundgesetzänderung auf den Weg zu bringen, die zum Beispiel dem Bund die Möglichkeit eröffnen würde, gezielt die Kommunen zu unterstützen bei einer Aufgabe, die die Kanzlerin selber ja auch beschrieben hat als eine Aufgabe, die wir ganz lange zu bewältigen haben werden, nämlich Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, sie sicher unterzubringen. Dafür brauchen die Kommunen Geld, und wir würden uns wünschen, dass dieses Problem, wie geht Geld transparent, sicher und zielgenau an die Kommunen, auch aus dem Bund, dass dieses überwunden wird. Da denken wir auch, dass die Länder sich bewegen müssen. Und das ist auch noch mal ganz wichtig vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Akzeptanz. Wir können nicht in dieser Woche sagen, und das hat zum Beispiel auch Frau Merkel ja getan, dass wir vor einer ganz großen Herausforderung stehen und dass dies erst der Anfang einer lange andauernden Aufgabe ist. Wenn das so ist, dann müssen wir auch strukturell und stetig ein Lösungsangebot vorschlagen und keine Flickschusterei im Wochen- und Monatsrhythmus irgendwie neue Geldtöpfe in Aussicht zu stellen. Und diese Flickschusterei muss auch beendet werden mit Blick auf die Stellensituation beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich hatte das am Dienstag schon angesprochen. Wir haben diese Woche in der Tat auch neue Zahlen bekommen, dass das Bundesamt mittlerweile rund 50% der Stellen, der 1000 Stellen, die in diesem Jahr eingestellt werden sollten als Nachbesetzung, dass sie die jetzt auch schon getätigt haben. Und ich unterstelle auch mal, dass sie es schafften, bis Ende November die 1000 Stellen zu besetzen im Bundesamt. Aber es bleibt doch dabei, dass diese Stellenbesetzung und das, was wir dann im nächsten Jahr uns noch vornehmen, immer noch auf der Flüchtlingsprognose von 450.000 basiert. Und ich habe heute in einem entsprechenden Gespräch mit den zuständigen Menschen, in einem sogenannten Berichterstattergespräch, erfahren, dass sie selber zugeben müssen, dass sie noch nicht die richtige Personalplanung haben für die jetzt vorliegende Prognose. Auch dort ist jetzt wirklich entschlossenes Handeln nötig, damit wir diese Aufgabe angehen. Und das muss in diesen Haushaltsberatungen passieren. Und wenn wir Stellen zur Verfügung stellen wollen, die nicht erst ab Januar besetzt werden können, dann brauchen wir dies als Teil eines Nachtragshaushalts 2015. Ich möchte ein weiteres Thema ansprechen, Herr Minister. Am 24. September wird es nicht nur mit den Ländern um das Thema Flüchtlinge und Finanzierung für diese Herausforderungen gehen, sondern es soll auch um das Thema gehen, Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Sie haben am Dienstag gesagt, der Bund hätte einen Vorschlag vorgelegt für mehr Transparenz und es sei jetzt mal an den Ländern, eine Einigkeit herzustellen, damit man weiterkommt. Ich finde, das hat schon eine gewisse Ironie, dass Sie sagen, der Bund hat einen Vorschlag für mehr Transparenz vorgelegt, weil dieser Vorschlag ist nicht dem Bundestag vorgelegt worden. Er ist keiner öffentlichen Diskussion zugänglich. Es wird als Papier mal an die Medien durchgesteckt, aber es gibt keine öffentliche Debatte. Warum diese Vorschläge, die Sie machen, Umsatzsteuervorwegausgleich wegfallen lassen
und dann die Finanzkraft der Kommunen mit stärker einzubeziehen. Ja, darüber kann man reden. Sie machen das alles im Hinterzimmer, sodass sich später kein Ministerpräsident rechtfertigen muss öffentlich, warum keine Lösung zustande kommt. Sie bedienen mit Ihrer Struktur der Verhandlungen Bund-Länder-Finanzbeziehungen eigentlich die Verweigerung, und Sie provozieren geradezu die Durchsetzung von Länderegoismen. Und das vor dem Hintergrund, dass wir in diesem Sommer durch die Bertelsmann-Stiftung dankenswerterweise eine Analyse bekommen haben, dass wir im Rahmen des Länderfinanzausgleiches eigentlich folgendes Problem lösen müssen. Dass nämlich nicht ein Viertel der kommunalen Haushalte ausweglos in eine Schuldenspirale verstrickt ist. Die Kommunen in Gänze sind nicht überschuldet, aber 25% unserer Kommunen sehen keinen Ausweg. Und deswegen muss es eigentlich darum gehen, wie können wir gezielt die, die es brauchen, von überbordenden Soziallasten entlasten. Ich sehe keinen Vorschlag bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen, die das wirksam aufgreifen werden. Und deswegen habe ich die Sorge, dass wir nachher bei einer Lösung landen, wo der Bund 9 Milliarden gibt und wahrscheinlich noch die besonders reichen Länder den Löwenanteil davon als Entlastung kriegen. Wenn das Ihre Einigungsstrategie ist, dann versagen Sie vor der eigentlichen Herausforderung, zukunftsfähige Sicherung gleicher Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Und das erleben die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in ihren Kommunen vor Ort. Ich möchte, dass Sie da entschlossener handeln. Meine Zeit ist leider abgelaufen, aber im November werden wir erst richtig Bilanz ziehen. Meine Zeit heute zum Reden ist abgelaufen. Keine Sorge, keine Sorge. Nehmen Sie sich diese Kritik zu Herzen und lassen Sie sich von uns inspirieren, dass wir jetzt zügig zu besseren Entscheidungen kommen. Schönen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat der Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble das Wort.